Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Ja, es ist Halloween Night, Leute. Und wollen wir mal ein bisschen gucken, was die Leute hier so im Nebel alles machen mit dem neuen Pädchen, ne? Guck mal, Zockerjunge zum Beispiel. Ey, der sitzt hier. Das sieht ja aber auch aus, ey. Ist das neue Hosen oder was? Hab ich noch nie gesehen. Der sieht aus, wa? Und der ist hier irgendwo am Airfield oder sowas, ne? Flugbahnhof tatsächlich, glaube ich. Das ist aber, da hat er aber eine Ecke gefunden, ne? Also echt, der Nebel und so, das ist schon extrem. Guck mal, Leute, man kann ja überhaupt nicht sehen. Ah, hier, jetzt sehe ich es. Jetzt, der auf dieser Seite ist, okay. Was macht der hier? Der hat Angst vor Wölfen. Mal gucken, ob ich mich sehe. Er scheint hier alleine zu sein. So, ich flieg mal hoch. Ich bin mal ganz gespannt, wie das aussieht hier mit dem Nebel, ne? Locker Junge! Alter, die ganze Welt ist voller Dunst. Ey, guckt mal, Leute, wie hoch ich schon bin. Locker Junge! Er ist wirklich ganz alleine hier. Oh, jetzt sehe ich den nicht mehr, jetzt sehe ich die Namen nicht mehr, weil ich so hoch bin. Aber guck mal, wie die sich das jetzt überall, die ganze Welt ist voller Zeug, Leute. Boah, Wahnsinn, wa? Ja, ich bin gespannt, wer hier noch so rumkreucht und fleucht und sich die Herausforderung des Halloween-Abendes zutraut. wir sind bei Windows gelandet und Vasco, okay. Beide voll equipped hier. Survival hard am Limit, in irgendeiner Stadt. Mir gefällt der Nebel tatsächlich, ne? Ohne Scheiß. Also irgendwie hat das was, Leute. Irgendwie hat das was. Bisschen Schoki nebenbei futtern, ne? So. Wer kriegt hier. Oh. Pistole. Hat er ihn platt gemacht? Ich finde. Irgendwie ist das geil mit dem Nebel, Leute. Also echt, ich sag mal so, ich weiß nicht, ey. Mir würde das sogar, glaube ich, gefallen, wenn das hier so. Ja. Ab und zu mal so eine Runde kommen kann. So ein starker Nebel, Alter. Mir gefällt das wirklich. Weil die ganze Welt, irgendwie ist das anders. Irgendwie sieht das anders aus. Man kann sich gar nicht richtig so orientieren, ne? Vorher hätte ich gleich gewusst, wo ich jetzt bin und so, ne? Könnte ja sogar Stadt des Todes, glaube ich, sein, oder? Man weiß es nicht. Obwohl, Stadt des Todes ist, glaube ich, nicht so eine komische Kirche da, ne? Die beiden sind hart am Limit hier. Voll am Survival. Nee, das ist nicht Stadt des Todes. Aber ich, also das ist, also dieses Feeling, Leute. Wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, ne? Habt ihr was verpasst, weil das ist echt nice. Gefällt mir auf jeden Fall hier. So, und mal gucken, wer hier noch so rumschleicht, ne, im Dichte des Nebels, ja? Vielleicht erwischen wir ja mal irgendwie so ein Team, was so auf Wölfe stößt oder sowas. Das wäre auf jeden Fall ein Highlight heute, ne? Oha, Ilona 123 und Tante Hedwig sind hier am Craften und Machen und Tun. Ich höre hier irgendwo Zombies, Leute. Die hackt gerade, die Tante hackt gerade Holz und Ilona schilt hier ab. Ey, das Szenario, irgendwie gefällt mir das wirklich, ey. Also echt. Jo, leg los. Hinten brennt ein Trecker. Wahrscheinlich frisch gespawnt, ne? Muss man erst noch reparieren und Strom finden und sowas. Ihr kennt es ja, ne? Und da vorne ist Tante Hedwig. Hedwig, die Holzstöcke holt sie. Ja, nochmal kurz einen Stopp machen, ne? Schön. Oh nein, jetzt geht der Trecker los. Ich fliege lieber zu anderen Leuten. Die Trecker sind unheimlich laut. Zumindest ist es bei mir immer extrem, Alter. So, wir sind bei Zulu gelandet. Und bei Delacqua. Na, ihr Süßen? Haxen abkratzen. Das ist ja ein Schild. Also sowas. Haxen abkratzen. Also das müsste ich auch mal hier bei mir vor die Tür machen. Aber ich glaube, da kommt eh keiner. Bloody ist noch da. Und die Oma Erna sitzt auch schon in ihren Wiegestühlchen, ne? Ohrensessel. Yes, me. Eiskalter Engel. Aha. Ja,
Ja, Leute, das ist das PvE-Dorf. Man hat es nicht wiedererkannt. Okay. War da richtig was los hier, oder wert? Ah, ein paar Leute sind mehr zu Hause. Ne? Außer Zuckerjunge, der ist unterwegs. Die hängen alle in ihren Häusern. Ich finde das irgendwie voll süß. Ja, guck mal. Der Lack war es da am Basteln. Aber ich finde das manchmal echt so süß, ne? So PvEler sind irgendwie manchmal so zum Knuddeln, ne? Das sind irgendwie manchmal so Knuddel-Leute, ne? Und die anderen sind Klopp-Leute. Yes, me. Der Nebel gefällt mir wirklich. Ey, das müsste ich... Kann ich das einstellen als Admin, dass wir immer Nebel haben? Leute, ihr würdet mich dafür bestimmt hassen, ne? Wenn ich das hier als Standard einstellen würde, das wäre doch geil. Oder? Ich finde das nice, Alter. Ey, denn endlich sieht man sich nicht mehr über Kilometer. Ja, Semine. Ey, die müssen ja unheimlich viel Zeug hier haben, ne? Wahnsinn, oder? Jeder hängt so in seiner Butze. Irgendwie süß. Als ob die wie in Real, ne? Alle hängen zu Hause vom Fernseher oder sowas, vom Computer, sowas, ne? Vielleicht können wir auch nochmal irgendwann Computerkräften. Fernseher gibt's ja schon, immerhin aus Holz. Okay, also das ist Wahnsinn, ne? Sieht richtig geil aus. Mal, warte mal, wenn ich runterfliege hier, so. Hier, du siehst die Wände kaum, ne? Von hier, wenn du hier so durch die Wälder kommst, so. Ah, ich finde das geil. Auch so, was auch geil ist, ist dieser Nebel, der so dicht über dem Boden so liegt. Wisst ihr, wie ich meine? So dieser ganz dicke, dass man den Boden halt nicht so sehen kann. Sowas könnt ihr auch mal reinmachen, ey. Das würde ich auch feiern. Und wenn du denn da durchläufst, dann geht das so ein bisschen so zur Seite, ne? Auch geile Effekte. Mhm. Was sind das für Schilder hier? Ich kann das gar nicht lesen. Ich schreibe Spiele mit Heinrich. Holdi möchte ins Dorf. Aha. Ja, dann müsst ihr euch halt bei Olga mal melden, ne? Olga ist ja jetzt hier die Chefin vom PvE-Dorf. Die nimmt das ja alle, die Leute da irgendwie auf. Ansonsten bei uns im Discord und sowas. Das kriegen wir wohl hin. Also das PvE-Dorf ist auch wirklich sehr groß geworden, ne? Also, damit haben wir gar nicht gerechnet, Leute, dass das hier alles so riesig wird und sowas, ehrlich. Und dass viele Leute da tatsächlich Bedarf auf sowas haben, ne? Deswegen habe ich mir vorgestellt, dass wir in der nächsten Runde der 05er-Version auch wieder PvE-Dorf machen. Und zusätzlich dann noch die Tresore wahrscheinlich für die anderen Spieler, damit die auch ein bisschen eine Safe-Sache haben, weil man sieht es ja jetzt, ne? Also viele PvE-Pviler, die haben sich da so gekloppt und sowas, ne? Ein paar sind gegangen und so oder gekommen und hin und her, ne? Und die sind hier alle sehr stabil, ne? Das liegt halt an diesem Sicherheitssystem, die das PvE-Dorf hat. Die haben die anderen Leute hier draußen ja nicht, ne? Und ich gönne den Leuten das auch mal, dass sie zumindest eine einzige Sicherheit haben. Und das wäre halt ein Tresor. Den würde ich ganz gerne ins Spiel reinbringen, Leute. Ne? Wer den nicht nutzen will, muss den nicht nutzen. Also ist alles freiwillig, ne? Nur dann haben die Leute alle, auch die PvPler, mal ein so ein Ding da, wo man nicht leer looten darf, ne? Und zwar komplett nicht leer looten darf. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ja. Aber gut, schauen wir mal. Also wie gesagt, man macht sich da so einen Kopf, ne? Das PvE-Dorf ist ziemlich groß geworden. Da überlege ich auch, was zu machen. Wir haben ja die Baubeschränkung aufgehoben. Mit Regeln geht das ja auch, ne? Da habe ich überlegt, dass wir vielleicht in der neuen Runde, also nach dem großen Patch, nach dem Vibe und sowas, jetzt noch nicht, ne? Nur für später dann halt. Vielleicht machen wir dann 3 PvE-Dörfer. Die sind dann vielleicht ein Tick kleiner. Und die könnten wir zum Beispiel in den Safe Zones machen. 1, 2, 3. Jedes Mal in jedem Dorf ist ein Dorfältester da drin oder irgendwie sowas, ne? Der das da managen will und der die Leute dann halt zu sich einladen kann, ne? Damit das nicht so extrem groß wird vielleicht, dieses eine Dorf oder so. Und wir das mehr so verteilen können, die Spieler auch so ein bisschen. Ist nur ein Gedanke jetzt von mir. Ich wollte die PvEler früher ja schon in die Safe Zones reinbringen, ne? Und wie gesagt, jetzt wo wir die Baubeschränkung weglassen und das auch funktioniert, bis jetzt kamen keine Beschwerden, gar nichts. Und mit der Regel, dass man eben diese Hotspots, Militärloot-Stellen und sowas eben nicht zubauen darf, ne? Funktioniert das ja auch ganz gut, ne? Sonst kann man überall bauen, das spricht da eigentlich nichts gegen, oder? Ist mal eine neue Spielerfahrung. Aber wie gesagt, das sind so alles Sachen, die, ne? Macht man sich Gedanken. Ihr könnt immer gerne reinschreiben, was ihr so
euch vorstellt, ne, ob ihr das auch gut finden würdet, ne, ob die PvEler, wenn ihr da auch zufrieden sein würdet, ne, dass wir vielleicht drei PvE-Squads dann sozusagen haben, dann, ne, damit sich das immer ein bisschen verteilt, vielleicht die Masse oder sowas, ne, und die Squads nicht allzu groß werden, ich weiß nicht, wäre vielleicht einfach mal ganz interessant, muss man sehen. Oder halt ein PvE-Squad mit drei Dörfern halt. Ich weiß nicht. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ich will mir auch gerne eure Sachen an, eure Wünsche oder Vorstellungen, ne? Wenn ihr den Weg habt. Wie gesagt, gut, wir schauen mal weiter, ne? Na, wem haben wir da? Drachim. Das hört sich auch an. Achim. Drachim. Auch cool. Ja, das sieht auch geil aus. Sieht aus wie so ein Sumpfgebiet da hinten irgendwie, ne? Ey, das wäre ja auch geil. So ein geiles sumpfiges Gebiet oder so. Ey, die Karte, ne? Die kennen wir eigentlich schon. Oder die meisten ja schon so in- und auswendig, ne? Aber dank dem Nebel sieht das irgendwie alles anders jetzt aus. Das hat, macht schon was. Und Drachim ist anscheinend frisch gejoint. Er muss jetzt survivalen am Anfang. Er macht alles richtig, Leute. Er läuft nämlich nicht direkt zum Bunker oder irgendwelchen schweren militärischen Einrichtungen, um da was zu looten. Weil es eben noch zu schwer ist, ne? Er fängt klein an. Er macht sich erstmal ein Speer, er macht sich ein Messer, er macht sich einen Rucksack und so weiter und so fort, ne? Damit man überhaupt schon mal was, irgendwas hat. Ne? Deswegen, man kann selber alles kräften und überleben. Man muss gar nicht viel rumlooten da, ne? Und das kriegt er auch ganz gut hin. Seht ihr? Jetzt müsste hier eine Horde Wölfe sein, Mensch. Wo sind die Viecher denn? Ich will die mal live sehen hier, wie sie durch die Gegend rocken. Meistens kommen die, glaube ich, erst dunkeln, wenn Vollmond ist oder Nacht oder was. Oder? Da gehen die, glaube ich, richtig ab. Weiß nicht. Vielleicht sehen wir auch nochmal einen Geist, der hier lang fliegt. Da sollen ja wie Geisterzombies sein oder sowas. Ich weiß nicht, ich habe keinen gesehen. Naja, wir schauen noch, nicht wahr? Nicht Drachim? Halte durch. Aber es, ich finde es gruselig. Also wenn hier jetzt so Wölfe sind oder sowas. Da müsste jetzt wirklich so ein Heulgeräusch kommen oder sowas, ne? Man macht das bestimmt auch in eine Büchse. Keine Ahnung, wo der gelandet ist. Aber wir schauen mal weiter. Wir sind gelandet bei Shelby, Thomas. Boah, hier, Friedhof oder was? Bist du denn? Bist du am Joggen hier? Hast du dein Pfefferspray dabei für die Wölfe? Das sind wir große Stadt anscheinend hier, ne? Ah, ich glaube schon. Ja, definitiv. Los, jetzt kommt noch mal irgendein Vieh hier. Ja, das kann man halt nicht erzwingen, ne? Ich weiß nicht. Auch frisch dabei, oder was? Ja, viele haben ja auf diesen neuen Patch und sowas gewartet, ne? Nicht unbedingt jetzt auf diesen, auf den großen eigentlich, aber gut. Wir nehmen jeden Patch, Leute. Wir nehmen jeden Patch gerne mit, ne? Und wie gesagt, wir haben fast jetzt ein Jahr so durchhalten müssen, quasi, ne? Für den 05er bis jetzt, ne? Ja. Und auch dieser Patch jetzt war sehr groß im Übrigen. Also das muss man den Entwicklern auch sagen, ne? Also die sind ja nicht faul oder irgendwie sowas, ne? Ich kann, weiß auch nicht, ob das so lange dauert, sowas alles zu machen und so. Ich habe da nicht so viel Ahnung von diesen Sachen, ne? Für mich war Programmieren und sowas immer nur so Textkonsolen. So. Ich habe nur Text immer vor Augen dann. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen so eine grafischen Oberflächen und sowas, da habe ich überhaupt keine Erfahrung so drin, ne? Ja, meins war halt noch eine andere Zeit. Aber Pac-Man und Pong haben ja auch irgendwie funktioniert, nicht wahr? Oder dieses erste Mario, Donkey Kong hieß es ja noch, ne? Ja, pass auf, da bist du aber ziemlich schnell voll, wenn du jetzt weiter frisst. Shelby. Aber sie hat sich auch kein Wolf gelaufen, Mann. Die Stadt ist ja auch komplett neu gemacht worden, ne? Quasi. Man sieht's hier überall alles. Komplette Zerstörung, Leute. Haben sie geil gemacht, ne? Holy shit. Baby, ich kann nicht mehr so weit sehen hier. Dann ist die Kräne irgendwie. Hier alles verbrannt. Ja, hier müssen jetzt noch so geile Kisten sein manchmal. Also so Schätze, ne? Wo Loot irgendwie drin respawnt. Halt so wie ganz normale Kisten halt. Lootkisten oder so. Irgendwie, weiß nicht. So eine andere Kiste halt. Nicht die grüne, sondern so eine andere Schatzkiste irgendwie so. Wisst ihr, wie ich meine? Man kennt ja auch schon mittlerweile die ganzen Behälter irgendwie quasi, die man tausendmal gelootet hat, ne? Aber das war aber weit jetzt, ne? Mensch, also sie hat keine Damage gekriegt. Voll am Schleichen, ne? Dabei haben wir doch voll Nebel. Das kann man ja eigentlich ausnutzen. Braucht man gar nicht mehr so doll zu schleichen, ne?
Wir haben auch viele Veränderungen jetzt, der Busch und sowas, wenn man da reingeht, der ist glaube ich auch nicht mehr so laut jetzt, wenn man da reingeht und so, ne? Der raschelt nicht mehr über Kilometer, sondern ein bisschen weniger, glaube ich jetzt und so. Viele, viele kleine Updates waren da noch zwischen. Und Bugfixes und so weiter und so fort. Ich habe noch gar nicht getestet, ehrlich gesagt, ob das Event funktioniert. Ich habe selber noch gar nicht viel geschafft, jetzt hier zu zocken. Ich habe das Patch-Video gemacht und jetzt hier ist das hier das zweite Video gerade. Von dem neuen Patch jetzt, ne? Ja, das sieht doch schick aus, ne? Das sieht doch schick aus, ne? Die frisst ja schon wieder. Wow, Leute, hier wird irgendwie eine Base geredet. SSQ. Dunkler Lümmel ist da in der Mitte anscheinend. Ich weiß nicht, ist es denn seine Burg? Enno ist dort. Oh, ich glaube, die reden gerade, ne? Kann das sein? Hier, locker Junge. Ganz anderes Feeling jetzt mit dem Nebel, ne? Ich glaube, der Nebel tut uns gut, Leute. Echt, ohne Scheiß. Der Nebel ist irgendwie so, als ob das Land irgendwie fast so ein bisschen neu gemacht wäre, worden ist. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie, weil es einfach ein anderes Feeling ist. Es ist ein komplett anderes Feeling. Ich feiere das, Leute. Dass man nicht so weit sehen kann. Ich finde das geil. Und das sieht auch so hell da hinten aus und so. Oh, gruselig. Ich habe eben jemanden quietschen gehört. Ist da jemand gestorben oder was? Was ist mit Benno denn los? Muss man sehen hier. Benno schleicht sich hier so ein bisschen an. Jetzt ein Kumpel von dem Lümmel oder? Wahrscheinlich, ne? Er hat ja kein SSQ anscheinend. Ich weiß es nicht. Benno? Ja, er schleicht sich an. Oh, 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 oh. Wird spannend. Aber die anderen sind ja auch eine Überzahl, ne? Ja, gut, 3 gegen 2 wahrscheinlich anscheinend oder so. I don't know. Und er hat hier eine AS Wally. Guck mal, wie er darüber gleitet. Von Baum zu Baum. Ja, muss er auch machen, ne? Ja, der Rucksack ist natürlich jetzt mega. Den ja, farblich passt das ja, der Rucksack, ne? Aber der ist halt sehr groß. Da kann man einen ein bisschen besser sehen. Aber vielleicht hast du ja Glück, ne? So, jetzt hier ist eine Freifläche, da musst du aufpassen. Wo ist der Oh Gott, der ist ja schon. Oh, hier liegt eine Leiche, guck mal. Oh, 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 Locke, der könnte jetzt einen weg. Ja, ja, Locke ist down, guck mal. Holy shit, beim Looten erschossen, Leute. Locke ist da hinten. Der ist nicht weit weggeflogen, guck mal. Das ist. Ach nee, der ist noch hier. Das ist noch dieser Name. Ich dachte, der wäre da im Hintergrund gelandet, ey. Der ist noch hier. Okay, guck mal, jetzt gönnt sich der Benno tatsächlich hier. Oh, 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 da hinten ist wieder irgendwas los. Pass mal auf. Lauer Lucky. Oh, wieder einer down. Limmel down. Limmel ist down gegangen. Guck mal. Hat er auch volle Bewaffnung. Hier ist Lava Lucky. Was hat er? Eine eingewickelte M4A1, ne? Hm, ich hab schon. Nice, nice. Schalldämpfer drauf. Der bewacht. Er ist der letzte jetzt hier. Da war aber eben noch jemand, oder nicht? Beide SSQ weg. Alle platt, oder was? Wahnsinn, ne? Die haben sich gegenseitig platt gemacht. Okay, jetzt ist noch 1 VS1. Benno gegen Lauer Lacker. Spannend, spannend. Aber der Name da noch liegt auf dem Boden, ne? Über der Leiche. Also dann heißt das, glaube ich, die haben noch nicht drauf gedrückt auf Spawn oder sowas, ne? Ups. Auf, dass sie wieder anfangen, ne? Deswegen ist der Name, glaube ich, noch da. Ich glaube, das hat damit zu tun, ne? So, hier, Benno, denk an das Fair Play, ne? Dass du da nicht übertreibst mit dem Looten. Aber guck mal, das meiste liegt, glaube ich, noch dort, ne? Ah, das kriegen die hin, die Jungs. So, jetzt Benno gegen Lacker. Spannendes Match. Wer liegt hier denn, Mensch? Sonst sich bloß verkehrt rum. Okay, spannend, spannend. Und man sieht das ja auch wirklich schlecht, die Leute, ne? Die Spielerumrisse siehst du so ein bisschen. Es könnte ja sein, dass er gefunkt hat mit dem Lümmel da, ne? So von wegen, da ist wieder einer. Achso, Lümmel ist in der Base drin jetzt. Dann ist das denn wo der hier anscheinend. Okay, okay. Der rutscht jetzt hier so lang. Aha. Pazifist. Ah, bist du gestorben, oder was? Leute, warte mal kurz. Ich muss mal kurz gucken.
Oh, der ist hier auf der Seite. Moment, ist er. Ne, der ist ja was? Wo ist er denn? Der liegt hier aber voll equipped auf dem Boden, Alter. Wo warst du denn eben? Gar nicht gesehen. Der liegt hier auf dieser Seite noch. Guck mal, hier liegt noch orange Klamotten. Okay, Benno, jetzt hast du zwei gegen dich auf einmal. Ja. Kann sein, dass Lümmel jetzt auch nochmal was macht. Ich weiß es nicht. Bin verspannt, ne? Wie sie so aktiv hier so angreifen. Ja, es muss nicht immer eine Nacht sein. Man kann auch so mal geile Matches haben, ne? Aber ich sag mal so, dieses aktive Raiden, ne? Wenn jemand zu Hause ist, ne? Das ist ja schon ein bisschen schwierig, ne? Weil die können ja beim Bett dann immer anfangen, theoretisch dann, ne? Und sich halt, wenn sie dann Ersatzgewehre haben, immer wieder verteidigen halt. Aber das ist aber schon Ausdauersport dann, ne? Sei denn, du hast irgendwann keine Punkte mehr, um beim Bett anzufangen, ne? Und dann, ja. Oh Gott, guck mal hier, Benno ist hier vorne schon. Und der sieht's nicht. Und dann kann man sich das irgendwann nicht mehr leisten, beim Bett anzufangen. Und dann hat man verloren. Ach, guck mal, Benno geht. Der kriegt, glaube ich, im Eingang. Die sind so dicht aneinander, ne? Der sieht's nicht. Da, jetzt. Ja. Ah, jetzt hat er sich erschrocken. War geil. Und der ist reingeglitten. Ja, der lebt noch. So geil. Alter, guck mal, wie weit das entfernt ist. Ich weiß nicht, 20 Meter, wenn überhaupt. 10 Meter oder sowas. Wer hat's nicht gesehen, ne? Hier liegt ja auch noch jemand. Achso, das ist jetzt der andere gewesen, ne? Ganz schnell so reingehuschtet. Er, da ist ja jemand, schießt noch hinterher, so geil. Ja, die haben Spaß. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ja, richtig geil wäre gewesen, wenn er beim Raid oder was das da eben war, ne, bei dem Angriff der Burg, noch ein Rudel Wölfe noch dazwischen reingelaufen wäre oder sowas, ne. Ah, das wäre so geil. So, wir sind bei Benny gelandet. Ich glaube, Benny ist unser Platz 1, ne, Leute. Beste Spieler im Spiel, im Game jetzt. Der kommt von der Insel runter, meine ich. Ich glaube, das ist unser Platz 1, von der Punkte her zumindest. Er sieht auch nah aus, ne? Komplettes Set. Er sieht auf jeden Fall anständig aus. Alter, mit den Viechern ist halt irgendwie ruhiger bei Halloween. Kann das sein? Kommt bestimmt erst im Dunkeln nachts oder sowas raus, weil ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, der Patch, der stellt immer vieles auch teilweise um. Da können wir da gar nichts für, ne? Wie die Serveradministratoren. Bis jetzt ist mir aufgefallen, also ich sehe kaum Zombies, aber gut. Vielleicht sind sie ja woanders, die Zombies, ne? Keine Ahnung, hier ist Benny. Also ich hatte immer massenhaft Zombies, ne? Oh, hier ist er auf einmal. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Ja, aber Zombie, du bist alleine. Ich habe, wenn ich immer los war, dann habe ich immer 6 Viecher gehabt, 7 Viecher, 8 Viecher, ich weiß auch nicht. Und die waren auch noch sehr stark, ne? Guck mal, er hat jetzt nur einen. Aber vielleicht hat er schon alle platt gemacht, ich weiß es nicht. Oh nein! Ist das eklig! Oh, Deibel nochmal! Gott, guckt es euch an! Es rotzt da nochmal hinterher. Wir gucken lieber weiter, Leute. Jetzt kann ich meinen Tee nicht mehr weiter trinken. Ah ja, wieder zurück im PvE-Dorf, ne? Ja, da fliegt man öfter mal vorbei, weil da halt so viele Leute immer sind, ne? Frau Dr. Jasmine macht schon wieder hier, ja. Sachen knacken, ne? Die lernt echt knacken. Was hat sie vor? Was hat sie vor mit dem Knackskill? Das frage ich mich gerade, ne? Sehr auffällig, Jasmine. Reiß dich am Riemen, benimm dich. Elak war da nebenan. Oma Erna unterwegs. Zulu ist auf dem Posten. Oh, er hört Musik. Was macht er denn da? Er fliegt. Was? Was hat er denn vor? Hoppala. Kriegt er keine Falldamage? Jetzt wickelt er sich erstmal ein. Was hat er denn vor? Will er auf dem Dach rauf und dann darauf legen oder was? Das geht doch gar nicht, ne? Keine Ahnung. Ah, Loki, bist du auch rausgekommen? Jetzt kommen sie langsam aus ihren Häusern rausgekrebst. Habt ihr Hunger, wa? Dann gehen wir erstmal zum Kühlschrank hier.
zum Gruppenkühlschrank. Ja, hier ist wieder diese Kleiderkammer oder was ist das? Keine Ahnung. Gut, mal schauen, wer hier noch so ist. Na, wer schleicht da denn durch die Büsche? Suriel Surin. Oh, bist du ein RPler oder was? Das sind normalerweise immer so von so Roleplay-Leuten, die nennen sich immer so. Also ich hab tatsächlich damals auch immer so schöne Namen gehabt. Wie hieß ich eigentlich? Quang Wang oder irgendwie sowas? Oder Eldariel? Was gab's noch? Klack war noch bei uns in der Runde. Es waren immer so lustige Namen, ne? Ja, so die Namen, die schmeichelten die Zunge halt so. Die konnte man auch teilweise so flüssig halt aussprechen und so, ne? War ganz gut. Ja, Drachim, also na gut, da muss man, naja, na, naja. Da ist Suriel, Surin. Schon besser, ne? Könnte ein Waschmittel sein, oder? Gut, Freunde, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Oder im Livestream. Und dann, bis dann.